Mein Name ist Matti Bolte. Ich bin seit 2010 im Landtag und in der Grünen-Fraktion zuständig für Netzpolitik und Datenschutz. Ich bin 2002 zu den Grünen gekommen. Es war damals Bundestagswahlkampf. Es gab die große Kontroverse, machen wir weiter mit Rot-Grün oder gibt es diesen Rollback mit Edmund Stoiber und Schwarz-Gelb? Und da war für mich klar, du musst jetzt was tun, du musst jetzt dich engagieren. Und da lagen die Grünen einfach sehr nah. Ich komme aus einer durchaus politischen Familie. Ich glaube, das hat auch an meinem Werdegang einen gewissen Anteil. Mein Vater ist jahrelang FDP-Kommunalpolitiker gewesen. Und wir hatten dann die schöne Situation, dass wir eine Zeit lang auch zusammen hier in Bielefeld im Stadtrat gesessen haben, waren sogar eine Zeit lang Koalitionspartner. Ich glaube, dass wir noch viel dafür tun müssen, dass unsere Gesellschaft demokratischer wird. Wir haben schon einiges erreicht in den letzten Jahrzehnten, haben auch unter Rot-Grün in der Minderheitsregierung schon viel dafür getan. Aber so diese Idee von Demokratie, dass jeder Mensch sich in seinem Bereich auch verwirklichen kann, auch über seine eigenen Belange entscheiden kann, das war für mich eines der ganz großen Anliegen und das mache ich dann eben heute unter Einbeziehung auch der Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung dafür bietet, auch die Demokratie fortzuentwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz große und spannende Herausforderung, weshalb auch mich die Netzpolitik immer wieder so reizt. Wir fordern hier auch aus diesem Haus seit Monaten lückenlose Aufklärung des NSA-Skandals ein. Ich habe ein ganz wunderbares Ehrenamt. Ich fahre seit ganz vielen Jahren inzwischen jeden Sommer für 2 Wochen auf die Hallig-Norderoog. Es ist ein ganz kleines Fleckchen Erde im nordfriesischen Wattenmeer. Es ist ein ganz wichtiges Vogelschutzgebiet und Pflanzenschutzgebiet. Und da arbeite ich in einer Gruppe mit jungen Menschen, auch aus ganz Europa, zusammen im Küstenschutz. Wir sorgen im Prinzip dafür, dass dieses einzigartige Schutzgebiet erhalten bleibt. Und das ist richtig harte körperliche Arbeit, das ist ein ganz fantastischer Ausgleich. Ich habe eigentlich 2 große Hobbys. Das eine ist Joggen, meistens früh morgens, wenn die Stadt noch ruhig ist, in Bielefeld durch die Grünzüge. Und da bin ich inzwischen nach einigen Jahren auch schon knapp an der Marathondisziplin dran. Das zweite Hobby ist Kochen. Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch und auch da ist es so, man kann mal seinen Gedanken nachhängen, man kann auch mal was Neues ausprobieren. Man hat dann oft auch Gäste, Freundinnen und Freunde, die man dann auch mit einem guten Essen bewirten kann. Und so kommt dann eins zum anderen.